Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 226. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen, und bei mir ist zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Wir haben in der Auftaktfolge des Monats März ein sehr, sehr schönes Interview, wie wir finden, mit ganz viel Informationen zu Media Literacy, wie sich dann hinterher herausgestellt hat. Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel vorquatschen, sondern auf dieses Interview hinweisen und noch einen Hinweis geben, dass wir am Ende der Sendung noch eine kleine Verlosung auch haben. Also es lohnt sich, bis zum Ende der Sendung dran zu bleiben. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal alle Nägel kauend und gespannt abwarten, was uns die Hoax Mistress in dieser Episode für eine Geschichte erzählt. Die Story der Woche. Ja, bei manchen Unfällen oder Unglücken, da fragt man sich wirklich, was in den Köpfen der Beteiligten so vorgegangen ist, als das passiert ist. Oder sagen wir mal so, in den Minuten, die zum Unglück geführt haben. In der folgenden Story geht es um drei Männer, denen irgendwie das Zuhause feiern und Wein trinken oder Bier trinken zu langweilig geworden ist. Die sind relativ spät am Abend dann nochmal losgezogen mit ordentlich flüssiger Verpflegung dabei und sind dann auf einem Kirmesplatz gelandet, der gerade in der Stadt war, und haben, weil sie unbedingt auf einmal sich in den Kopf gesetzt hatten, Kettenkarussell fahren zu wollen, den Besitzer dieses Fahrgeschäfts aus dem Wohnwagen wachgeklingelt. Also war natürlich irgendwie, weil es so spät war, schon alles dichter auf diesem Kirmesplatz. Aber sie haben ihn halt irgendwie wach gemacht und dazu gebracht, mit viel Überredungskunst nochmal das Kettenkarussell anzuschalten. Irgendwie war der dann auch ganz gut drauf. Und als das Ding dann lief und die oder beziehungsweise anlief und die drei Männer da schon irgendwie Platz genommen hatten, hat er sich gesagt, ach, dann habe ich halt auch noch ein bisschen Spaß irgendwie, und hat sich da selber mit draufgesetzt auf dieses Kettenkarussell, so in letzter Minute quasi noch auf so einen Sitz gesprungen, und dann lief das Ding halt. Und das große Problem war, weil alle Beteiligten dann auf dem Kettenkarussell gesessen haben, war keiner mehr in der Nähe, der das Ding wieder hätte abschalten können. Und die haben natürlich versucht, irgendwie sich bemerkbar zu machen, wobei diese drei beteiligten Männer wohl auch wahrscheinlich schon relativ betrunken waren. Kurzum, das hat alles nicht funktioniert, und die haben tatsächlich diese vier Leute die ganze Nacht auf dem laufenden Kettenkarussell zugebracht, und das Ganze endete leider, muss man wirklich sagen, insofern auch tragisch, weil also der Besitzer des Kettenkarussells, der ist noch eigentlich ganz glimpflich davongekommen, aber die anderen haben dann doch schon eher so leiden müssen. Also einer ist tatsächlich gestorben bei dieser Aktion, der konnte nur noch tot geborgen werden. Einer hatte so einen psychischen Knacks, dass er tatsächlich in der Geschlossenen gelandet ist für eine Weile. Und der dritte war natürlich auch total geschockt und hat dann beschlossen, sein Leben radikal zu ändern. Ich vermute mal, irgendwie keinen Alkohol mehr zu trinken oder wie auch immer. Auf jeden Fall tragischer Ausgang einer wahrscheinlich anfangs ziemlich lustigen Aktion. Uiuiui, den ganzen Tag auf dem Kettenkarussell. Ich bin, glaube ich, noch nie Kettenkarussell in meinem Leben gefahren. Fällt mir gerade so ein. Ich bin jetzt auch nicht so hinterher bei den Fahrgeschäften irgendwie, wenn wir mal irgendwie auf dem Dom hier unterwegs sind. Keine Ahnung. Nee, Kettenkarussell hat mich irgendwie nie so geflasht. Aber wer weiß, was du im betrunkenen Zustand so für Ideen kriegst. Vielleicht willst du dann auch mal Kettenkarussell fahren. Ja, und für alle Nicht-Hamburger, Dom heißt hier die Kirmes in Hamburg. Nur für alle, die sich jetzt gewundert haben, warum Alexa auf dem Dom Karussell fahren will. klärst du natürlich am Ende der Sendung auf, ob diese doch sehr abgefahrene Geschichte stimmt oder nicht. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Thema der Woche.
Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, ein Interview steht heute im Mittelpunkt der Sendung. Wir hatten das große Glück, mit dem Pressesprecher von Mimikama, mit André Wolf, zu sprechen und mal einen Blick hinter die Kulissen von Mimikama zu werfen. Und man muss ja sagen, Mimikama als Hoaxjäger im Internet wirklich eine ganz große Nummer. Und wie das alles funktioniert und womit sich Mimikama aber auch noch beschäftigt und was es noch so alles an verrücktem Zeug im Internet gibt, das könnt ihr euch jetzt in diesem Interview einfach mal anhören. Und dabei wünschen wir euch viel Vergnügen. Heute zu Gast bei uns der Pressesprecher von Mimikama, André Wolf. Hallo André. Servus, grüßt euch, hallo. Hallo. Das ist eine schöne Geschichte, dass wir heute das Interview machen. Der ein oder andere Hörer wird es verfolgt haben. Ich war Mitte Januar im wunderschönen Österreich in Wien und habe da André kennengelernt und durfte auch Mimikama einmal schon besuchen. Da gibt es ein kleines Video, was ich gedreht habe vor Ort, und dann haben wir gesagt, wir machen noch ein Interview. Und André, vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Du hast gerade Servus gesagt und wenn du willst, klingst du auch ein bisschen österreichisch. Aber eigentlich könnte der geneigte Hörer erkennen, dass in der Wortmelodie von André Wolf und Alexander Waschka gewisse Ähnlichkeiten vorherstellen. Du bist auch Westfale. Was zum Henker macht ein Westfale in Österreich, in Wien? Ja, wie kommt so ein altes westfälisches Landei nach Wien? Ganz einfach durch den Job, durch Mimikama letztendlich. Ja. Ich habe 2013 als Ehrenamtlicher bei Mimikama angefangen und ja, das hat so gut funktioniert, dass wir wann war das? 1,5 Jahre später überlegt haben, ob wir nicht nach Wien ziehen und Tom und ich das zu zweit hier in Österreich weitermachen. Ja. Und so ist es dann auch passiert. Und jetzt wohne ich seit genau 4 Jahren mittlerweile schon ja in Wien. Mhm. Ja. Wie bist du drauf gekommen, ausgerechnet bei Mimikama anzufangen? Wie das Leben so will. Es ist so typisch Mimikama. Es passiert eigentlich immer alles einfach nur. Ich habe lange Theologie studiert, evangelische Theologie in Münster. Hab dann irgendwann abgebrochen aus mehreren Gründen und bin dann war dann Verantwortlicher für Medien und Kommunikation in einem Lebensmittelgroßhandel. Mhm. Und irgendwie diese gesamte Paarung hat mich dann dazu geführt, dass ich ja erst zuerst denken, dann klicken, also Mimikama-Fan wurde auf Facebook und dann letztendlich ins ehrenamtliche Team eingetreten bin und jetzt seit 2015 hauptamtlich dabei bin. Ja, mal ganz blöd gefragt, seit wann gibt es Mimikama? Wir feiern Geburtstag am Freitag. Wir feiern 8-jährigen Geburtstag, also im 2011 sind wir gegründet worden. Okay, wir werden diese Folge wahrscheinlich am Wochenende ausstrahlen, zeichnen heute am Dienstag auf. Das heißt, am 8. März ist der Geburtstag, genau, wenn ich das richtig überblicke. Genau. Ja, dann muss ich so sagen. Ja, wir hatten gestern Geburtstag. Ist, wenn ich es Samstag ausstrahle, das ist... okay. Wir nehmen jetzt alle Versionen auf. Wir werden Geburtstag genau gehabt haben oder so ähnlich. Genau, Plusquamperfekt hier. Na, sehr schön. Jetzt haben wir ja schon ein kleines Video mal gedreht, als ich in Wien war, aber vielleicht für all diejenigen, die das nicht gesehen haben und vielleicht noch etwas detaillierter. Ihr beschäftigt euch ja im Wesentlichen, und korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, damit, Falschmeldungen, Phishing-E-Mails und andere Betrugsversuche im Internet als solche zu identifizieren und aufzubereiten, damit der, sagen wir mal, naive User, und das gar nicht böse gemeint, nicht darauf hereinfällt. Ist das so richtig zusammengefasst? So in der Art kann man das tatsächlich ausdrücken. Also unser Tagesgeschäft besteht tatsächlich daraus, dass wir Nutzeranfragen beantworten, dass wir wirklich auf die Probleme von Menschen auf Social Media eingehen, dass wir wirklich helfen im weitesten Sinne. Mhm. Und die meisten Themen, die da sind, also das, was wirklich am meisten angefragt wird, publizieren wir entsprechend auch auf unserer Webseite. So daneben betreiben wir auch, ja, wir geben mittlerweile Vorträge, Workshops, also ich reise sehr viel, werde öfter mal gebucht, dass ich irgendwo auftrete und erzähle, wie man Falschmeldungen erkennen kann, wie man sich auf Social Media verhalten kann, halt diese Media Literacy nennt sich das ganze, Media Literacy Schiene, also wie man sich auf Social Media und Internet souverän bewegen kann. Ähnliches versuchen wir ja auch, wir machen es natürlich nur komplett anders als ihr und ihr seid viel, viel tagesaktueller und investiert natürlich ja im Prinzip ja Vollzeit in dieses Thema hinein. Media Literacy ist ein Thema, was wir auch immer wieder in unseren Vorträgen, die wir auch gelegentlich halten, aufgreifen, wo wir sagen,
Quellenkritik, so sagen wir immer, muss man auch im Internet können und lernen. Hast du so ein paar Hinweise jetzt auch für unsere Zuhörer, was sind gute Schritte, um Media Literacy oder Quellenkritik in den neuen Medien gut zu machen? Wir haben da tatsächlich genau für solche Fragen diesen kleinen 6-Punkte-Plan entwickelt. Also der fängt tatsächlich damit an, dass man als allererstes immer sich selbst kennen muss. Das ist das Wichtigste. Ich muss wissen, was erwarte ich von fremden Inhalten? Wie ist meine eigene Stellung zu einem Thema? Und wo bin ich auch anfällig für Falschmeldungen? Beziehungsweise welche Inhalte kommen bei mir an, selbst wenn sie falsch wären, dass ich sagen würde, die wären okay und natürlich umgekehrt. Also ich muss erstmal mich kennen. Mhm. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann geht's los. Ich muss in der Lage sein, anhand von gewissen, ja, Stichpunkten oder Merkmalen erkennen können, dass Inhalte manipuliert oder falsch gestaltet sind. Das ist zum Beispiel, dass ich gewisse Framing-Begriffe kenne, dass ich gewisse Arten von Darstellung kenne, dass ich Narrative vor allem kenne. Mhm. Narrative sind sehr, sehr wichtig, gerade auf Social Media, um wirklich Inhalte zu verpacken, bettet man sie gerne in Narrative ein. Und das ist halt der zweite Punkt. Und da muss ich halt merken, okay, hier könnte was manipuliert worden sein. Und dann geht man ganz, ganz klassisch vor. In Schritt 3 fange ich dann an zu gucken, wer schreibt da überhaupt? Mhm. Ist es eine Webseite, schaue ich ins Impressum. Bei Blogs ebenso, ich schaue ins Impressum. Und da kann ich natürlich erkennen, ist die Information, die ich bekomme, von einem seriösen Absender oder von irgendeinem anonymen Absender, der mich vielleicht einfach nur manipulieren möchte. Mhm. Schritt 4 ist dann, ich gehe in eine Suchmaschine und schaue, wer hat noch über dieses Thema geschrieben. Gibt es tatsächlich seriöse, etablierte Medien, die das Thema auch beschreiben, oder habe ich hier eine Einzelfundstelle oder lauter irgendwelche Blogs, die einfach gar keine vernünftigen Impressi haben und einfach irgendeinen Unsinn vor sich hin schreiben? Dann, daran verwandt ist Schritt 5, dass ich eine Bilderrückwärtssuche können sollte, dass ich wissen sollte, wie das geht und dementsprechend auch Bilder in eine Suchmaschine laden kann und dementsprechend auswerten kann, wo kommt ein Bild her, stammt es aus diesem Umfeld, gehört es zu diesem Kontext oder wird es einfach nur missbräuchlich hinzugefügt. Mhm. Schritt 5b wäre dann die Filter anwenden können in Suchmaschinen, dass ich dementsprechend nach der ursprünglichsten Stelle eines Inhaltes suchen kann. Ja, und dann gibt es Schritt 6. Ich frage Experten. Mhm. Wie Mimikama zum Beispiel. Beispielsweise, genau. Kannst du eine Größenordnung sagen, wie viele Anfragen pro Tag bei euch reinkommen? Das variiert, aber wir haben im letzten Jahr einmal komplett ausgewertet. Wir haben im letzten Jahr über 23.000 Anfragen bekommen. Wow. Krass. Das ist viel, eine ganze Menge. Also da sozusagen, da können wir lange nicht mithalten. Wir kriegen zwar auch E-Mail-Zuschriften und vor allen Dingen dann auch Themenvorschläge, aber so viele Anfragen dann nun wirklich nicht. Ich fand das wahnsinnig spannend, was du zu Beginn des 6-Punkte-Planes genannt hast, das sich selber kennen, weil das etwas ist, mit dem wir also auch ständig konfrontiert werden und was wir also auch, wann auch immer wir gefragt werden oder auch nicht, gerne predigen, dass man halt selber auch sein eigenes Weltbild natürlich vor sich herträgt und das natürlich auch im Internet. Und insofern nicht nur, sagen wir mal so, Menschen gewisser politischer Randgruppen anfällig sind, sowas, so Fake News oder ähnliche Dinge zu glauben, sondern im Prinzip jeder, der recherchiert, jeder, der sich im Internet rumtreibt, und dass uns das selber zum Teil natürlich auch so geht, dass wir natürlich auch nicht davor gefeit sind, solchen Falschmeldungen mal aufzusitzen. Ich glaube, das ist nämlich etwas, was für die Leute, die, weiß nicht, zu unseren Vorträgen gehen oder den Podcast hören oder was auch immer, auch ganz spannend ist, dass wir eben alle nur Menschen sind und auch die Leute, die sich tagtäglich mit so einem Kram beschäftigen, auf solche Fake News mal reinfallen können. Also das muss durchaus sozusagen auch mal zugegeben werden. Ganz sicher. Wir haben es hinter uns schon. Wir haben 2 Fälle, wo wir Probleme gehabt haben. Da kann man anschließend nur rauskommen und sagen, Achtung Leute, das und das ist auch, da haben wir auch ein Problem mit gehabt. Das war eine Falschdarstellung. Wir müssen das an dieser Stelle korrigieren. Mhm. Wichtig ist in dem Moment, dass man Transparenz zeigt. Ja. Dass man auch dazu steht und dementsprechend das Vertrauen auch nicht, dass die Leserschaft das Vertrauen auch in einen nicht verliert. Ja, dass die auch wissen, okay, die haben jetzt zwar Mist gemacht, aber stehen dazu und haben das korrigiert. Das passiert halt manchmal. Ja.
Hat sich im Laufe deiner Arbeit für Mimikama an deiner Einstellung zum Internet und vor allen Dingen zu den sozialen Medien was verändert? Bist du irgendwie inzwischen desillusioniert oder ähnliches? Oder denkst du eigentlich immer noch, das ist eine ganz tolle Sache, aber schwarze Schafe gibt's überall? Ich muss gestehen, es hat sich bei mir rein gar nichts geändert. Ich bin so der Typ, ich freue mich auf jeden Tag was Neues lernen. Und das bringt dieser Job mit sich. Ich habe nie ausgelernt, weil morgen kommt wieder irgendwas, das ich noch nicht kenne und ich wieder von vorne anfangen muss. Das Einzige, was ich bei mir habe, ist halt das Handwerkszeug, was mit dem ich diese Problemstellung immer wieder angehen kann. Mhm. Interessant. Jetzt hast du gerade gesagt, 23.000 Anfragen im Jahr. Dann habt ihr, ich würde jetzt mal so schätzen, zwischen 20 und 50 Mitarbeiter Minimum jeden Tag, die diese Anfragen prüfen, bewerten, ausfiltern. Stimmt das so von der Größenordnung her? Hatten wir tatsächlich. Wir hatten ein Team von 30 Personen. Das war am Ende etwas groß und unübersichtlich, auch für alle Beteiligten, so dass wir das Ganze ein bisschen geschrumpft haben auf ein Kernteam plus, wo dementsprechend die Beratung auch läuft. Das Schöne an den Anfragen ist ja, es sind viele Doppelungen. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, wir hatten 23.000 unterschiedliche Anfragen, sondern wir haben tatsächlich so, dass von denen 50, 60 Anfragen, die da im Schnitt so kommen, oft vieles doppelt ist einfach. Mhm. Weil am Tag, also Social Media oder bestimmte Stellen von Social Media haben ja immer identische Themen, die behandelt werden, oder bestimmte Themen am Tag sind halt einfach identisch und da kommen einfach Anfragen zu und diese Doppelungen, die sind dann für uns ein großer Indikator, was gerade wichtig ist und was eben nicht wichtig ist. Mhm. Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter hat Mimikama? Das sind Tom und ich. Wir sind wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Wir haben dann noch zwei Redakteure dabei und dann halt ein engeres Kernteam. Das heißt, das Kernteam ist dann ehrenamtlich eher unterwegs, so wie du das ursprünglich mal gewesen bist? Ganz genau. Das ist komplett ehrenamtlich. Das ist auf freiwilliger Basis, wird auch teilgenommen. Also es besteht keine Teilnahmepflicht, dass jeder am Tag einen Satz schreiben muss oder so. Das ist Unsinn. Also das ist wirklich ganz frei. Das heißt aber extrem klein für extrem, oder wie ich finde, extrem guten, fundierten, regelmäßigen und auch zahlenmäßig großen Output, den Mimikama hat. Also dafür mal Hochachtung. Denn da arbeiten dann ja sehr wenige Leute an qualitativ sehr guten Sachen. Das stimmt schon. Das Schöne ist, dass die Leute, die dabei sind, sich wirklich die Zeit auch dafür nehmen. Also wenn ich daran denke, unsere Kollegin aus Köln, die arbeitet am Flughafen, die macht in jeder freien Zeit, die arbeitet nachts und in jeder freien Zeit, die sie dann hat, ist sie wirklich auch aktiv. Sie sammelt dann Themen, sie sucht Sachen, wo Menschen Probleme haben und setzt das dementsprechend als Futter für uns vor. Das ist ganz wichtig für uns, dass es sowas auch im Team gibt. Ihr habt durch eure Arbeit und durch die Anfragen, die ihr täglich bearbeitet, einen ganz guten Überblick über Stimmungen und Trends im Netz auch, ne? Das ist tatsächlich unser Monitoring, was wir haben. Wir können natürlich nicht selber nach Themen suchen, sondern wir sind absolut davon abhängig, dass andere uns senden, was gerade los ist. Und dann dementsprechend haben wir den tagesaktuellen Überblick auch. Ja. Und was sind das so für Dinge, die jetzt momentan zum Beispiel die Menschen vermehrt umtreiben oder die vermehrt auffallen im Netz? In der letzten Woche hatten wir ganz stark das Thema Momo. Also dieser Kettenbrief zu dem Geist Momo, was ich ganz grauenvoll fand, das Thema, weil es von Medien einfach nur hochgepeitscht wurde, obwohl da gar nichts ist. Und dementsprechend wurden Kinder, Eltern und viele andere Menschen einfach verrückt gemacht, wo man hätte genauer hinterschauen können, dass das Ganze A, eine alte Geschichte war und B, da viel Unfug hintersteckte. Kannst du für die, die es nicht kennen, vielleicht ganz kurz umreißen, worum es da geht? Sehr gerne. Momo, das ist eine Statue aus Japan, das hat ein Künstler erschaffen, wurde in Tokio ausgestellt und das war so eine Fratze, dass sich da Menschen einen Spaß rausgemacht haben und diesen Momo-Geist als virtuellen Geist gemacht haben, erst auf WhatsApp, dass es halt einen Account gab, der angeblich Momo war und Momo hat immer ganz creepy geantwortet. Aus diesem Ganzen wurde dann beigemischt auf einmal eine andere urbane Legende von der Blue Whale Challenge. Mhm. Die Blue Whale Challenge besagt, dass Jugendliche eine Challenge mitmachen, eine App
mitmachen, wo 50 Aufgaben gelöst werden mussten und die letzte würde aus dem Freitod bestehen. Diese Blue Whale Challenge wurde auf einmal Momo zugesprochen und hieß dann auf einmal Momo Challenge. Also man konnte ganz toll herleiten, wo diese ganzen einzelnen Geschichten herkommen. Ja, das Ganze war dann jetzt ein halbes Jahr lang ruhig. Und jetzt vor gut einer Woche tauchte dank der Daily Mail, dem Boulevardblatt aus Großbritannien, auf einmal die Momo-Challenge wieder auf. Mhm. Und alle waren wieder ganz hysterisch und Schulen und Eltern und Kinder hatten wieder auf einmal Angst vor Momo. Ja, und das hat jetzt so weit geführt, dass der Künstler, der Momo erschaffen hat, seine eigene Statue zerstört hat, um zu sagen, Momo ist jetzt tot, das ist vorbei, das war einfach zu viel des Ganzen. Mhm. Glaubst du, dass in Zeiten des Internets und der sozialen Medien das Zerstören einer solchen Statue was bringt? Also uns ist aufgefallen, wenn so eine, weiß nicht, Verschwörungstheorie oder Gruselgeschichte oder so ein Hoax erstmal im Umlauf ist, ist es einfach wahnsinnig schwer, den wirklich tot zu kriegen. Meinst du, das hat funktioniert oder bist du da eher pessimistisch? Ich bin ja Berufsoptimist, insofern. Ja. Ob es was bringt, weiß ich jetzt nicht. Ich finde, es ist eine interessante symbolische Geste, dass die Gesprächswertigkeit von Social Media einen Künstler dazu zwingt, sein eigenes Werk zu zerstören. Obwohl, er hat sein Werk ja nicht zerstört. Er hat ja sein Werk in dem Sinne erweitert. Es ist ja tatsächlich auch schon wieder eine Art von Kunst zu sagen, ich zerstöre mein Kunstwerk, um einen Akzent zu setzen. Wie mit dem geschredderten Ansatz, ne? Bild. Genau, mit dem Bild. Mhm. Ja. Ob es das bringt, weiß ich nicht. Das ist eine andere Sache. Social Media ist immer so dynamisch, man weiß nicht, was als nächstes kommt. Die Sache ist, an diesem Punkt merkt man, wie wichtig es ist, dass Eltern und Schulen und Kinder auch sensibilisiert werden für solche Themen. Momo hat ja nie existiert. Mhm. Schlichtweg gab es Momo ja gar nicht. Und irgendein virtueller Hype hat ja Momo erst erschaffen in dem Sinne. Mhm. Aber das ist doch etwas, wenn wir wieder auf den ersten Punkt kommen, die eigenen Wertvorstellungen überprüfen, die eigene Sicht auf die Welt überprüfen. Da steckt ja dann ganz viel drin, dass soziale Netzwerke wie WhatsApp oder ähnliches eigentlich nicht gut für mein Kind sind. Und dann kommt so eine Geschichte und das ist ja der Beweis dafür, dass das nicht gut ist, und dann wird das wieder hochgekocht. Das ist ja so ein klassisches Beispiel dafür. Wir wollen gar nicht darüber diskutieren, ab welchem Alter welche sozialen Netzwerke für Kinder gut sind. Da können vielleicht Pädagogen eher mehr zu sagen. Aber da merkt man natürlich, dass so gewisse Vorurteile plötzlich dann so eskalieren und dann plötzlich so eine große Sorge vor etwas auslösen, was ja nicht existiert. Das ist schon echt verrückt in der heutigen Zeit, wie schnell das dann plötzlich wieder geht durch diese Kettenmails. Ja, das Interessante ist ja, dass Kinder wirklich auf YouTube oder auf WhatsApp, sofern die Eltern ihnen die Teilnahme erlauben, auch erstmal so hingestellt, mit den Inhalten konfrontiert werden, die wir als Erwachsene ja auch sehen. Mhm. Das ist der Punkt. Und die gehen damit ganz anders um. Ja. Da wird es dann natürlich kritisch. Das ist ja nochmal Media Literacy für Kinder. Wir haben vor einiger Zeit mal ein Interview mit einem tatsächlich Medienpädagogen mal gemacht, der ja dann auch mal irgendwann sagte, naja, wir maßen uns immer an zu sagen, wir wissen, wie das alles funktioniert und wir können das erklären und wir wissen, wie das auf die Kinder wirkt. Die Kinder müssen es lernen. Eigentlich lernen wir ja alle jeden Tag mit diesen neuen Medien umzugehen, weil die sich so schnell verändern. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Aussage. Man muss immer ein bisschen demütig sein, wie du schon sagst. Man muss jeden Tag neu dazulernen. Auch wenn man vielleicht schon lange im Internet unterwegs ist, man muss immer mal wieder gucken und seine eigenen Ansichten überprüfen und recherchieren. Ja. Das ist vielleicht ganz wichtig nochmal. Und nicht sagen, Erwachsene wissen immer, was gut für ein Kind ist. Die Zeiten sind vielleicht ein bisschen vorbei, weil sie zu schnelllebig sind. Anderes Thema nochmal, weil das würde mich auch interessieren. Wenn man mal so Comicbücher uns anschauen, macht gleich Sinn, was ich sage. Spider-Man hat den Spidey-Sense. Immer wenn irgendwas Verrücktes in der Stadt stattfindet und die Hilfe wird benötigt, dann klingelt sein Spidey-Sense. Würdest du sagen, dass deine lange Arbeit bei Mimikama dir sowas wie so ein Mimikama-Sense gegeben hat? Also bist du vom Gefühl her schneller heute dabei, einen Hoax aufzudecken, weil du A, die Methodologie gut kannst, aber B, eventuell auch schneller blickst, nee, das muss ein Fake sein, weil ABC? Ich glaube ja, das ist tatsächlich so. Weil wir die Narrative kennen, haben wir es wesentlich einfacher zu sagen, okay, da passt was nicht. Das ist wie eben schon erklärt mit der Momo-Geschichte und auf einmal der Momo-Challenge. Da waren so viele Parallelen zur Blue Whale Challenge und wenn man dann genauer hingeguckt hat, wusste man ganz genau, aha, da wurde einfach eine Geschichte in die andere hineingefügt. Und das ist tatsächlich der Punkt. Wir haben ein so großes Archiv aus
Artikel. Wir haben 17.000 Artikel verfasst in den letzten 8 Jahren. Wir haben so viele Wellen an Narrativen miterlebt, dass wir wirklich mittlerweile tatsächlich schon wissen, okay, da und da steckt das wieder drin und da wurde einfach was Altes hervorgeholt. Es ist dynamisch geworden und wieder neu verbreitet. Ich muss ja gestehen, wenn ich solche Geschichten lese und wenn ich davon höre, finde ich die teilweise einmal angenehm gruselig und dann auch wahnsinnig faszinierend. Also wenn ich zum Beispiel an meine nicht enden wollende Begeisterung für den Slenderman denke, der ja auch ein Netzgeschöpf ist und wo man auch wunderbar nachvollziehen kann, wie er entstanden ist und wie er dann populär geworden ist. Ich finde, also ein Teil von mir findet solche Geschichten total super und faszinierend, auch wenn ein anderer Teil von mir natürlich weiß, dass er auch gewisse Gefahren birgt und dass das Netz halt auch ja für manche Menschen vielleicht irgendwie zur Gefahrenquelle werden kann und auch zur Quelle von Ängsten. Geht dir das auch so, dass du das auch faszinierend findest oder siehst du das eher kritisch, sowas? Wenn ich es kritisch sehen würde, glaube ich, würde ich verbitterter bei der Arbeit sein. Mhm. Für mich ist dieser Effekt dann auch da immer ganz wichtig, dass ich gucke, wo kommt etwas her? Es wird ja nicht etwas grundlos geschrieben. So, das allerbeste Beispiel dafür ist, glaube ich, wenn wir in dieser Ecke sind, die Organmafia, wo 2014 alle Menschen vor Angst hatten. Ich hole mal kurz aus, was die Organmafia ist. Es gab also im April 2014 unwahrscheinlich viele Warnungen vor weißen Lieferwagen, die durch Deutschland fahren. Drin würde die Organmafia sitzen, die entführen kleine Kinder, bringen sie nach Osteuropa, dort werden sie ausgeweidet und die Organe werden auf dem Schwarzmarkt verkauft. Das war die ganze Story dahinter und da hatten unwahrscheinlich viele Menschen Angst vor und das wurde in ganz Deutschland geteilt und überall, wo ein weißer Lieferwagen langsam fuhr, hatten Eltern auf einmal Angst. Die ganze Geschichte, die war so gut gestaltet, dass sie einfach irgendwo einen Hintergrund haben musste und den haben wir dann tatsächlich irgendwann gefunden. Das war ein Tatort aus dem Jahr 2011. Da kam die Organmafia drin vor und auch genau diese Geschichte nach Osteuropa. Diese Geschichte war wiederum gewürzt mit dem Zigeuner-Narrativ, weil Rumänien und so weiter. Das heißt, die Geschichte an sich, wie sie verbreitet wurde, war wieder so plausibel, dass Menschen daran geglaubt haben. Und hat natürlich auch an bereits existierende Ängste und Vorurteile so appelliert, dass die Leute genau. da angefangen haben, das für bare Münze zu nehmen. Ne? Ganz genau. Das muss ich unbedingt meinem Cousin mal bei Gelegenheit erzählen, weil der nämlich als Kindergärtner in Kassel tätig ist und meinte irgendwie, es wären ständig irgendwie in den letzten Jahren Eltern völlig besorgt und hysterisch schon fast zu ihm gekommen und hätten ihm genau diese Geschichte erzählt und das sei ja alles ganz furchtbar. Ich werde das mal weitergeben. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, wo solche Internet-Hoaxes und Geschichten mit modernen Sagen zusammenkommen. Ne? Also unser Antrieb bei Hoaxilla war ja irgendwann mal, wir wollen uns mit modernen Sagen beschäftigen, mit diesen Urban Legends. Und das ist natürlich ein ganz, ganz klassisches Motiv mit diesem Organklau. Also sei es nun die Geschichte von den Kindern, die irgendwo in Disneyland verloren gehen oder im Euro Disney oder was weiß ich, da irgendwie entführt werden oder der Eiswagen, der dann irgendwie durch die Gegend fährt. Und das finde ich halt auch das Faszinierende, dass man da wirklich im Netz so Detektivarbeit leisten kann und dann quasi alt und neu wieder zusammenbringen kann, beziehungsweise auseinanderdividieren kann, je nachdem. Also ihr macht da wirklich eine großartige und eigentlich auch schon volkskundliche oder kulturwissenschaftliche Arbeit. Jetzt habt ihr jetzt habt ihr in Österreich eine politisch schwierige Situation. Ist natürlich Quatsch. Wir haben in Europa im Moment ein Klima, wo Menschen mit, sagen wir doch mal, etwas extremeren Ansichten zunehmend Gehör finden. Vielleicht kann man das so formulieren und alle wissen, was gemeint ist. Kannst du ein Verhältnis benennen zwischen politischen Fake News, mit denen ihr euch beschäftigt, und sagen wir mal klassischen Hoaxes wie der Momo-Challenge? Verändert sich da etwas? Kann man das beobachten, dass es politischer wird oder hält sich das alles die Waage?
über die Jahre hinweg gesehen ist es natürlich wesentlich politischer geworden. Also zu unseren Anfangszeiten 2011, 12, 13 gab es kaum irgendwie Inhalte, die wirklich von einer Relevanz waren, dass sie bei uns angefragt wurden. Diese Art von Falschmeldung gab es wahrscheinlich schon immer, aber sie waren halt nicht relevant für Menschen auf Social Media. Das Ganze begann 2014, 2015, als viele Flüchtlinge Europa erreichten. Da wurden auf einmal diese Art von Meldungen relevant. Also ich weiß noch, unsere allererste Meldung über Flüchtlinge war aus dem Sommer 2014, die wir behandelt haben, als es hieß, Flüchtlinge haben Ebola nach Italien eingeschleppt und es gäbe angeblich schon 40 Fälle. Wir hatten damals einen Italiener im Team, der hatte entsprechend Kontakt mit dem Gesundheitsministerium in Italien aufgenommen. Die wussten von rein gar nichts. Und jetzt mal im Ernst, wenn 40 Fälle von Ebola in Italien gewesen wären, das hätte man gemerkt. Das wäre definitiv. Das kann man nicht. Wobei, das sagst du jetzt so, natürlich würde das von der Regierung geheim gehalten werden, damit die Bürger nicht beunruhigt werden. Ganz bestimmt. Jetzt sind wir schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Entschuldige. Nein, also um es mal vernünftig rauszubringen, es gab diese Fälle nicht, aber und wir haben das dann zu der Zeit ganz naiv auch einfach so veröffentlicht, ohne zu wissen, dass das der allererste von ganz, ganz vielen Meldungen über Flüchtlinge, später über den Islam und jetzt mittlerweile über jede Art von Migranten ist. Da wussten wir wirklich noch nicht, was war. Und das war auch wieder der Zufall. Mimikama war auf einmal da und das war ja gar nicht unsere Rolle. Das war ja überhaupt nicht das, haben wir nie auf dem Schirm gehabt, dass das so in diese Richtung gehen könnte. Mhm. Wo wir gerade dann bei diesen wirklich unschönen politisch eingefärbten Themen sind, bekommt ihr auch, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, negatives Feedback von Leuten, die eben eine andere Meinung vertreten und das sehr wohl sehr gut mit ihrem Weltbild vereinen können, dass das alles stimmen würde. Also sprich, habt ihr auch viel mit politischen Hardlinern, Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern etc. zu tun? Freeman in Österreich heißt ja, die. Ja, Freeman heißen die, genau. Genau, das, ja, tatsächlich kriegen wir natürlich auch Feedback aus dieser Richtung. Wir werden teilweise auch denunziert von Blogs und so weiter. Aber das sind Dinge, ich glaube, das habt ihr auch schon erlebt. Da muss man mitleben, da muss man drüber wegkommen. Ich weiß noch, als das erste Mal mein Foto auf einem von solchen Blogs erschienen ist, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Und da mittlerweile ist das so häufig passiert und was man uns alles angedichtet hat. Ach, einen Waffenhandel hat man uns angedichtet. Wir hatten tatsächlich deswegen auch eine Durchsuchung vom Staatsschutz bei uns im Büro und sowas alles. Oh. Also ja, das war damals zu der ganzen Anonymous News und Migrantenschreck-Sache. Da ging's wirklich drunter und drüber zu der Zeit. Das ist so ein bisschen so viel Feind, viel eher, ne? Das heißt also, ihr legt da offensichtlich mit eurer Arbeit, die ja letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes aufklärerisch ist, aber da offensichtlich den Finger in die Wunde gewisser Leute rein, indem ihr diesen ja schon fast Propagandanachrichten keinen Vorschub leistet, sondern sie eher entkräftet, ne? Ja, was kann denn ich dafür, wenn die falsch sind? Verstehe. Verstehe. Das ist Bitte. Jetzt ist ein weiterer Teil, mit dem ihr euch beschäftigt, um mal von diesem politischen Brett auch wieder runterzukommen. Und das finde ich ja auch faszinierend. Immer wieder, wenn man bei euch auf die Seite schaut, wenn man sieht, was ihr in den sozialen Netzwerken auch verteilt, diese Gewinnspiele. Ja. Ja, also auf Facebook, ich muss nur diesen Beitrag teilen und werde einen Porsche Cayenne gewinnen. Oder was weiß ich, oder eine Rolex oder irgendwas. Da ist man doch eigentlich, also ich bin dann schon immer so, dass ich sage, da kann doch keiner drauf reinfallen. Aber dadurch, dass ihr das immer wieder aufgreift, es gibt Leute, die euch Anfragen diesbezüglich schicken. Ja, schön, dass wir jetzt bei diesem Thema sind, weil Fake-Gewinnspiele machen tatsächlich ein Viertel bis ein Fünftel unserer Publikationen aus. Unfassbar. Das hätte ich nicht erwartet. Und wenn man sich die Interaktionen unter Fake-Gewinnspielen anschaut, sieht man, dass da noch riesen Nachholbedarf ist. Also die Interaktionen sind in den Zehntausenden. Ich wäre glücklich, wenn einer unserer Artikel mal 10.000-fach geteilt wird. Das wäre ja Wahnsinn. Und die machen das täglich. Das heißt, die Fake-Gewinnspielbetreiber, die lernen auch, die werden immer cleverer. Das Dumme ist, die lernen auch durch unsere Berichterstattung, weil wir ja zeigen, wie die Dinger auszusehen haben. Das ist zweischneidiges Schwert, aber wir müssen nun mal die beschreiben, wie ein Gewinnspiel auszusehen hat, damit es in Ordnung ist. Mhm. Sie lernen, indem sie gefälschte Impressi aufbereiten, indem sie ja immer besser die Corporate Identity, also die Markennamen kopieren. Und das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, wo wir aber zum Glück bei
Fake-Gewinnspielen ungefähr auf Augenhöhe sind. Mhm. Was ist die Motivation? Also was passiert denn, wenn man das teilt? Geht es denen darum, dass sie an deine Daten drankommen? Oder warum sollte man das auf keinen Fall machen, diese Gewinnspiele teilen? Kannst du da so einen kleinen Überblick geben? Ja, so Fake-Gewinnspiele laufen ja auf drei verschiedenen Ebenen ab. Das ist einmal der Köder, der auf Social Media, also auf Facebook oder gerne auch mal Instagram oder WhatsApp gepostet wird. Mhm. Dieser Köder lädt dazu ein, dass man an einem Fake-Gewinnspiel teilnimmt, unter einfachsten Bedingungen, kommentieren oder sonst was. Das führt dann in die sogenannte Brücke. Also sprich, ich muss entweder eine Webseite aufrufen oder ich werde über eine private Nachricht angeschrieben, wo mir dann mein Gewinn verkündet wird. Und dann heißt es letztendlich, soll man diesen Gewinn bestätigen. Und dann wird man auf eine weitere Webseite, einen sogenannten Affiliate-Gewinnspiel meist verlinkt. Und dort, diese Affiliates, das sind Provisionsprogramme, die von Datenhändlern veranstaltet werden, die wiederum legal sind. Und derjenige, der mich dort hinlotst, der bekommt eine Provision von den Datenhändlern. Ach. Also am Ende geht es nur um Geld. Es gibt natürlich mehrere Methoden, Geld zu verdienen an den Ganzen, sprich diese Facebook-Seiten, die unheimlich groß werden durch die Teilnahme und unheimlich viel Interaktion bekommen. Die kann man beispielsweise auf dem Schwarzmarkt kaufen. Die können dann personalisiert verkauft werden. Wenn ich als Fake-Gewinnspielbetreiber beispielsweise ein BMW-Gewinnspiel mache, kann ich diese Seite natürlich unwahrscheinlich gut an Autohändler weiterverkaufen, die dann schon einen bestehenden Fanstamm haben, der an Autos interessiert ist. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber steht natürlich für alle Arten von Gewinnspiele. Sehr ähnlich hatten wir es da nämlich letztes Jahr oder in den letzten Jahren bei den, was waren das, diese Sushi-Festivals und Ice-Cream-Festivals. Die waren unwahrscheinlich klug angelegt. Also irgendjemand hat da bundesweit diese Sushi-Festivals veranstaltet, die nur virtuell waren, die waren nicht echt. Dann gesagt, in Düsseldorf ist ein Sushi-Festival, in Hamburg ist eins und so weiter. Die Leute haben teilgenommen, weil das ja toll ist. Und anschließend konnte man diese Seiten kaufen. Und das ist natürlich ideal für ein chinesisches Restaurant, in diesem Fall sich eine Sushi-Festival-Seite zu kaufen, wo schon hunderttausende Leute ein Interesse dran gezeigt haben. Das heißt letztendlich, das Problem dabei ist, und da wird ja oft missverstanden, dass Facebook ist ja nicht umsonst oder andere soziale Netzwerke sind ja nicht umsonst, sondern man zahlt mit seinen Informationen, die man in diese Netzwerke einstellt. Das heißt, was da am Ende passiert in diesem Gewinnspiel, ist ja erstmal nicht, dass mir zwingend jemand ins Portemonnaie greift, aber ich werde anfälliger für auf mich gesteuerte Werbung zum Beispiel oder dafür Werbe-E-Mails dann irgendwann zu bekommen und solche Geschichten. Ja, ne? Das sind zwei verschiedene Ebenen. Also das eine ist ja das, was Facebook generell macht. Ja. Das will Facebook ja auch so. Das andere ist, was Facebook ja eigentlich nicht will, dass das dritte ähnliche Systeme fahren. Aha. Und in der Tat können die tatsächlich gefährlich werden. Wir haben jetzt einen neuesten Fall, da ging es um ein Gewinnspiel, dass man eine Reise auf der AIDA gewinnen könnte. Da haben sich dann Leute gemeldet bei uns, dass sie Anrufe anschließend bekommen hätten, wo sich diese Person auch als AIDA ausgegeben hätten und man hätte gewonnen, müsste nur ein Abo abschließen. Also hier wird absolut mit Tricks gearbeitet und das wird natürlich am Ende dann doch teilweise sehr teuer. Das erinnert mich so ein ganz bisschen, insbesondere diese dreigeteilte Staffel, die du vorhin ganz am Anfang zu dem Thema geschildert hast, so ein bisschen an das, was früher die älteren Zuhörer werden sich vielleicht noch erinnern, bei so Butterfahrten irgendwie auch passiert ist, ne? Also die gibt's aber immer noch. Die gibt's immer noch, aber klar. Ja. Sie haben eine wertvolle Küchenmaschine gewonnen. Sie müssen halt nur mal mitfahren für 20 Euro und dann werden die irgendwo hingekarrt, kaufen sich eine Heizdecke und die wertvolle Küchenmaschine war dann Kartoffelschäler oder sowas am Ende, für 20 Cent, die die gekriegt haben. Das ist ja eine ganz ähnliche Geschichte. Also dieses Locken, die Leute erstmal haben und dann am Ende abkassieren. Wie auch immer das Abkassieren dann gestaltet ist, aber es ist interessant, dass diese kriminelle Energie sich dann auf die modernen Medien einfach transferiert und da auch wieder umgesetzt wird. Das ist schon. Ich sehe da jetzt tatsächlich auch keinen Unterschied. Also die echte Methode wurde einfach nur virtuell übertragen und ein eigener virtueller Weg entwickelt. Ansonsten ist die Methode identisch. Also da sieht man auch schon wieder, es hat sich nichts verändert, nur es ist dynamisch geworden in dem Sinne. Es geht schneller alles, ne? Das ist das Problem.
Jetzt könnte man ja gerade, wenn man sich Fake-Gewinnspiele anguckt, Fake-News und diese ganzen unschönen Dinge, denen man im Netz begegnen kann, ja sagen, das muss alles jetzt irgendwie reglementiert werden und wir müssen jetzt irgendwie per Gesetz dafür sorgen, dass die Menschen vor so etwas geschützt werden. Wie stehst du zu versuchen, solche Dinge zu reglementieren? Würdest du sagen, ja, da muss man irgendwie Gesetze schaffen oder würdest du da vielleicht eher an die Eigenverantwortung und Aufklärung appellieren? Im Grunde haben wir Gesetze. Das ist, ich bin kein Freund von neuen Gesetzen in diesem Fall, weil wir haben die Gesetze. Das Problem ist, sie lassen sich nur schwer durchsetzen. Mhm. Ansonsten, ich wiederhole es auch immer wieder gerne, ich bin ein klassischer Bildungsromantiker, auch wenn das natürlich völlig utopisch ist, aber ich würde mich darauf freuen, dass alle Menschen, die auf Social Media teilnehmen, auf Dauer lernen, auch diese Fallen zu erkennen und sie dementsprechend umgehen zu können. Zumindest, und wenn es nur ansatzweise ist, das ist wirklich mein Ansatz an der ganzen Geschichte. Was wäre denn so eine Idee für dich? Mimikama in der Schule einführen? Und mit Mimikama meine ich ein Template für Media Literacy. Findest du, das wird schon gemacht oder findest du, das muss dringend gemacht werden? Wie ist da deine Einstellung zu? Wir haben tatsächlich schon so ein Programm fertig hier in Österreich. Wir haben vor, ist jetzt 2 Jahre, glaube ich, her, mit der damaligen Bildungsministerin Frau Hammerschmidt ein Programm entwickeln dürfen. Das ist fertig. Das ist ein Social Media Programm für Social Media auf Social Media. Also das heißt, das Ganze findet sich auf YouTube. Es ist eine achtteilige Impulsvideoreihe mit angehängtem Material für Schülerinnen und Schüler und auch für Lehrerinnen und Lehrer. Und diese Impulsvideos gehen jeweils 3 bis 5 Minuten lang. Da wird dann kurz ein Thema erklärt, angestoßen. Und das Unterrichtsmaterial, was dann zum Download dabei liegt, geht dann über die gesamte Unterrichtseinheit. Das sind jeweils 8 Videos in Folge zu 8 verschiedenen Themen. Und jetzt kommt der Punkt, das Ganze zweimal, nämlich für 2 verschiedene Altersgruppen, um nämlich das Thema vom Anfang nochmal aufzugreifen. Ja, wir wissen, dass viele jüngere Menschen auf Social Media teilnehmen, auch wenn sie es offiziell noch gar nicht dürfen. Mhm. Und genau für diese Gruppe haben wir auch Unterrichtsmaterial erstellt, natürlich, weil wir wissen, dass sie dabei sind. Die kann man nicht im Regen stehen lassen. Sind die tatsächlich nur für den Schulunterricht verfügbar oder könnte man die auch so im Netz abrufen? Die sind frei im Netz. Wir haben damals abgemacht, dass die Lizenz halt so ist, es darf jeder, das hat auch nichts nur mit Österreich zu tun, das dürfen deutsche Schulen, deutsche Jugendgruppen, österreichische Jugendgruppen oder jeder für sich privat zu Hause auch nutzen. Das ist frei verfügbar. Es ist klar auf dem Bildungsserver hier in Österreich, aber bei YouTube auf unserem ZDDK-Kanal auch dabei. Das werden wir natürlich dann auch nochmal verlinken für all unsere Hörerinnen und Hörer, die Kinder haben, die sagen, in Deutschland haben wir so ein Programm noch nicht, aber vielleicht kann man das ja dann zusammen mit den Kindern auch mal anschauen. Das ist ja sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Wenn jetzt Hörer sagen, das finde ich ganz fantastisch und großartig, was Mimikama da macht, kann man euch irgendwie unterstützen? Wobei, man muss mal ja sagen, wer so etwas Tolles macht, der wird wahrscheinlich von Bildungsministerien und auch anderen Einrichtungen drastisch unterstützt, André. Ne? Ihr schwimmt wahrscheinlich im Geld. Ja, ohne Ende. wir haben natürlich ein paar hausgemachte Probleme. Zum einen sind wir in Österreich, das heißt, von Deutschland aus ist es schwer, uns zu fördern. Klar werde ich häufig in Deutschland gebucht. Ich war gestern beispielsweise in der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Aber das ist dann immer nur punktuell. Wir haben halt immer ein Problem. Wir müssen, wenn wir was fördern, hier in Österreich oder über EU laufen lassen, ist natürlich wesentlich komplizierter. Und da sind wir auch in unseren Kapazitätsgrenzen mit 2 Personen häufig. Mhm. Es ist halt nicht so, Mimikama macht nicht reich. Mimikama macht auch nicht schön, aber sieht es jetzt aber auch nicht aus. Es macht einen zumindest glücklich. Es macht einen zu einem glücklichen Menschen, weil man mit sich selbst zufrieden ist. Es ist halt so, unsere Einnahmen, der Verein nimmt das Geld halt zum größten Teil über die Werbung auf der Webseite ein. Das kann man kritisch sehen, kann man positiv sehen, weil wir dadurch halt unabhängig sind. Natürlich auch durch Spenden, was uns am liebsten ist, klar. Und durch die ganzen Bildungsvorträge und Workshops, die wir dementsprechend geben. Das sind halt unsere Einnahmequellen und damit muss, ich sage bewusst, muss der Verein klarkommen, weil es ist nicht das meiste. Ja.
Aber da auch der Aufruf natürlich an alle, die das jetzt hören, zu sagen, also jeder, der Mimikama mal angeklickt hat, kann ja mal auch den einen oder anderen Euro vielleicht mal Mimikama zugutekommen lassen, weil die Arbeit ist extrem wichtig und auch wir haben ja schon Mimikama das ein oder andere Mal geteilt. Ja, bei der Blue Whale Challenge, ne? Zum Beispiel ja. Haben wir das auch bei euch recherchiert. Jetzt mal ganz im Ernst, das war ja ein Wahnsinn, das Thema. Das war ja genauso wie Momo. Ja. Alle haben drüber geschrieben, jeder hat vorgewarnt, aber niemand hat diese verdammte Blue Whale Challenge gesehen. Ja, das ist ja ein Wahnsinn. Es hat ja niemand gesehen. Ja. Es war ein Phantom. Genau, Phantomdiskussion. Mhm, das ist genau der Begriff, den ich an dieser Stelle immer verwende. Es war nicht da und trotzdem haben alle Angst vorgehabt. Ich bin gerade nochmal auf eurer Seite so ein bisschen am Hin- und Herklicken und sehe dann auch nochmal die Rubrik Kettenbriefe. Mhm. Auch das ist etwas, was ja nicht tot zu kriegen ist scheinbar, ne? Genau. Kettenbriefe ist ein typisches Thema. Das ist auch schön, dass es diese Dinger gibt, weil wir immer wieder ganz einfach darüber berichten können, dass das Unsinn ist. Das ist für uns immer leichte Arbeit in diesem Fall. Kettenbriefe werden gerne auch mal dynamisch. Das heißt, es gibt immer wieder Komponenten, die werden hinzugefügt oder von anderen Kettenbriefen übernommen. Sie werden meist im Laufe ihrer Zeit immer länger, das haben wir beobachten können, anstatt kürzer. Und das heißt, die ursprünglichsten Kettenbriefe sind immer die kurzen und je länger die werden, desto jünger sind die. Weil jeder dann noch was dazu erfindet? Oder genau, so jeder arbeiten? Packt noch was hinzu. Ja, ja. Tatsächlich. Wenn wir jetzt mal die großen Netzwerke nehmen, sagen wir mal Twitter, Facebook und WhatsApp, vielleicht mal YouTube ist eher so eine andere Geschichte, finde ich formal. Vielleicht noch eventuell Instagram. Also sagen wir mal die drei, die ich gerade genannt habe, Twitter, Facebook, WhatsApp. Wo passiert der meiste Unsinn und du weißt, was ich meine. Kann man das sagen? Also tatsächlich, unser Bereich ist hauptsächlich noch auf Facebook und direkt dann im Anschluss WhatsApp. Von Twitter kriegen wir nicht so viel mit, weil Twitter schon speziell ist, alleine schon von der Zeichenbegrenzung her. Und Twitter ist auch ein anderer Ton als die anderen Netzwerke. Mhm. Aber Facebook als klassische eierlegende Wollmilchsau, da findet noch am meisten statt. Auch wenn wirklich Facebook Nachwuchsprobleme hat. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass die Nutzerzahlen entsprechend auch dann sind. Bei Facebook sind halt deutlich mehr Nutzer als bei Twitter. Ne? Und hast du einen Blick international? Macht ihr das oder seid ihr so mit dem deutschsprachigen Raum beschäftigt, dass ihr das nicht machen könnt? Also die Frage klar formuliert. Ist der deutschsprachige Raum anders als international oder genau so? Die Kollegen im internationalen Bereich haben tatsächlich mit denselben Problemen zu kämpfen wie wir. Wir sind da, ja, wir haben die Kontakte. Wir waren letztes Jahr beispielsweise im Herbst auch in Brüssel auf der Fact-Checker-Konferenz von der EU. Und da haben wir wirklich auch dann engere, auch mal persönliche Kontakte knüpfen können zu den Leuten, die wir sonst nur per E-Mail kannten. Und sie kämpfen alle mit den ähnlichen Problemen wie wir. Die Sache ist halt, ja, was wir bei Mimikama, wir haben halt viel, viel mehr Inhalte bei uns. Die europäischen Kollegen machen teilweise gar nicht so viel mit Community Management oder mit Fake-Gewinnspielen, da gehen die nicht drauf ein. Das ist halt nicht deren Thema. Die sind spezialisiert dann meist auf eine Schiene und haben halt nicht diese breite Palette. Also jetzt im Juni ist es beispielsweise, da fliege ich nach Riga und erzähle was über Community Management auf Facebook, was ja gar nicht eigentlich das klassische Mimikama-Thema ist, aber dazu wurde ich eben eingeladen. Ja. Das heißt, so generell, so geltet ihr langsam auch als Experten generell für soziale Netzwerke, ne? Das wandelt sich so scheinbar ein bisschen, ne? Ja, wir sind da halt reingefallen. Es kommt halt dazu, wenn du sagst, okay, ich habe eine große Facebook-Seite mit über 700.000 Fans und unsere kleine, in Anführungszeichen, hat auch 200.000 Fans. Ach, und übrigens haben wir eine Facebook-Gruppe mit über 15.000 Mitgliedern. Ja, dann bist du zwangsläufig in diesem Spiel drin und weißt auf Dauer, wie du was zu regeln hast, wo man einen Community Manager braucht, wie man Threads beendet oder wo man aufpassen muss, worauf man achten muss. Und ja, man lernt halt. Man lernt jeden Tag aufs Neue und man muss halt mitgehen und sagen, okay, ich mache zwar
20 Fehler, aber lerne dafür 25 neue Sachen. Und das muss man sich immer selbst eingestehen und immer weitermachen. Ich entnehme deinen Worten auch, dass du sozusagen so in diesem Job aufgehst, dass du erstmal auf absehbare Zeit nicht vorhast, ihn aufzugeben, oder? Also, dass du quasi erstmal Mimikama verbunden bleibst und nicht irgendwann doch die Segel streichst und dir was anderes suchst. Da gehe ich mit meinem Kollegen Tom konform. Also wir haben nicht vor, aufzugeben. Aha. Wir wissen zwar nicht, wie es in 10 Jahren aussehen wird. Vor 10 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in Wien sitze und aus der Küche heraus einen Podcast mit euch halte. Aber wir werden schon so weitermachen, weil das Internet selber wird schon bleiben. Social Media in dem Sinne wird auch bleiben. Wenn auch vielleicht Facebook oder ein anderes mal verschwindet, es wird immer wieder was anderes kommen. Ja, und vielleicht wird es auch nach Social Media was anderes geben, eine andere Form. Auf jeden Fall sind wir so weit immer wissbegierig, dass wir dabei sein wollen und wir wissen, dass wir andere an die Hand nehmen können und mit ihnen das gemeinsam erforschen können. Vielleicht noch zum Abschluss, André, letzte Frage. Was hat es auf sich, dass es zuerst Denken, dann Klicken und Mimikama.at gibt? Und ist es eigentlich nicht das Gleiche? Und ich glaube, wenn ich die Frage nicht stelle, werde ich hinterher geprügelt. Das ist überhaupt kein Problem. Das passt wieder alles zusammen. Wie ich ja anfangs gesagt habe, Mimikama ist einfach passiert. Es ist niemand da gewesen mit einem Businessplan oder mit irgendwelchen großen Fördergeldern und der jetzt gesagt hat, so, wir müssen jetzt hier was arrangieren und durchplanen und dann gehen wir damit richtig hochglanzmäßig raus. Nein, Mimikama ist passiert. Und zwar, es ist jetzt wirklich fast 8 Jahre her. Der Thomas Wannmacher hat damals Farmville gerne gespielt auf Facebook. Farmville, das ist ein lustiges kleines Spiel, wo man Bauernhöfe baut und mit Nachbarn Goodies tauscht. Und da ist er auf eine Klickfalle reingefallen. Und diese Klickfalle hat er dann gepostet, hat die anderen gewarnt und so ist Mimikama entstanden. Und dann brauchte er für Facebook einen Namen. Wie nennt er die Seite auf Facebook? Und weil seine Mutter zu ihm gesagt hatte, du Thomas, du sollst erst denken und dann reden, hat er das auf Facebook übertragen und hat gesagt, okay, zuerst denken und dann klicken. Die Seite war geboren. So, jetzt hat er überlegt, okay, die Seite braucht irgendeine Art von Schirmherrschaft und die sollte irgendwas mit Facebook zu tun haben. Aber nicht so, dass Mark Zuckerberg uns irgendwann mal auf die Finger hauen kann. Und was hat er gemacht? Den wahrscheinlich größten Fehler in der ganzen Geschichte. Da konnte er aber nichts für. Er hat I like eingetippt in den Google Translator und auf Swahili getippt. Und da kam Mimikama raus. Okay. Das Problem ist, das ist kein Swahili. Es bedeutet auch nicht I like. Da ist ein Fehler in der Übersetzung gewesen. Aber wurscht, der Name Mimikama war entstanden. Und dann hat er halt diesen Verein dazu gehört, und der hieß Mimikama. Und der betreibt halt die Seite zuerst denken, dann klicken. Und dann gab's halt, weil wir immer öfter von Medien besucht wurden, immer öfter in Radio oder Fernsehen waren, und die haben dann nach Mimikama auf Facebook gesucht und wussten nicht, dass es zuerst denken, dann klicken war, haben wir halt diese zweite Seite 2015 oder 14 eröffnet, die dann Mimikama hieß. Und die wiederum ist dann auch mit angewachsen. Und jetzt stehen wir halt mit 2 Seiten da und haben sie einfach. Jetzt hast du mir noch ein Stichwort gegeben, das würde ich auch noch gerne ansprechen wollen. Du hast gerade schon gesagt, Fokus oder Hauptfokus eurer Arbeit ist dann letztendlich doch Facebook und WhatsApp. Der kluge Mensch weiß inzwischen, dass das ein Konzern ist. Das heißt, gehört den gleichen Menschen, diese beiden Netzwerke. Gibt es irgendwelche formalen Kontakte zu Facebook, weil eigentlich könnte man ja naiv der Ansicht sein, dass Mark Zuckerberg sagt, prima, dass die Jungs für den deutschsprachigen Raum meine Plattform von Fake News freihalten und dagegen vorgehen. Mhm. Finde ich super, hier habt ihr mal $1,000 im Monat extra, finde ich gut, was ihr macht. Hätte ich kein Problem, wenn der $1,000 käme. wir kennen uns, zumindest im deutschsprachigen Raum. Also wir haben lockere Verbindungen nach Berlin, aber es gibt keinerlei formalen Verbindungen. Mhm. Es gab auch nie welche. Es wird wahrscheinlich auch nie welche geben, weil A, können wir diverse Dinge gar nicht leisten, die Facebook als Anforderung hätte. Mhm. Und B, man darf ja nicht vergessen, wir sind gleichzeitig natürlich auch ein Kritiker an dem ganzen System. Ja. Wir sind zwar ein Kritiker in dem Sinne, dass wir wollen, dass sich das verbessert, wenn irgendwelche schlechten Sachen da sind, weil wir lieben ja Social Media, wir wollen ja nicht, dass das weg ist, wir wollen ja, dass das weiter bleibt, nur halt besser wird, besser für alle.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, ein besseres Schlusswort kann man, glaube ich, gar nicht ziehen. Also für alle Zuhörer, Mimikama, sehr, sehr unterstützend wert. Eine super Quelle. Also wenn es keine Huxilla-Folge zu dem Thema gegeben hat, weil so aktuell können wir gar nicht sein wie Mimikama. Vielleicht jetzt Blue Whale Challenge Momo, das haben wir auch mal gehabt. Aber ansonsten immer schön erst bei Mimikama schauen. Das hilft ganz ungemein, wenn man mal schnell recherchiert oder die Schritte vollziehen, die André hier geschildert hat. Das wäre der absolute Idealfall, natürlich das zu machen. Und ansonsten gilt zuerst klicken, dann denken und umgekehrt. immer schön wild klicken. Immer schön wild klicken und dann denken. Das ist schön. Das ist ein schöner Versprecher zum Ende. Den lassen wir auch drin. Ich muss sagen, zuerst klicken, dann denken, aber immer schön skeptisch bleiben. Ja, oder so. Ach, ich habe das verkackt, meine Abmoderation. André, dir vielen Dank. Besser wird's nicht. Ich danke euch. Und schöne Grüße nach Wien und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Ach, bestimmt. Alles klar. Euch noch einen schönen Abend. Baba. Ciao. Tschüss. Ja, wunderschönes Interview mit André Wolf. Vielen Dank nochmal dafür und vielleicht neben dem Dank an die Hörer, da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber, muss man auch nochmal einmal erwähnen, dass alle Experten, die wir ja bei Huxilla zu Gast haben, das immer in ihrer Freizeit machen. Huxilla zahlt keine Honorare, weil wir das auch gar nicht können, sondern unsere Expertinnen und Experten machen das immer aus eigenem Antrieb in ihrer Freizeit. Ihr habt es bei André schon gehört, abends dann nochmal unter der Woche in der Küche sitzend mit uns eine Sendung aufnehmen. Ich glaube, dafür müssen wir uns auch immer und immer wieder bei all unseren Expertinnen und Experten bedanken, weil das einfach ganz toll ist, dieser Einsatz, damit wir euch tolle Sendungen liefern können. Insofern nochmal einen großen Dank an André, aber auch an alle anderen Expertinnen und Experten der letzten Jahre, die uns hier bei Huxilla begleitet haben. So, Alexander, dann müssen wir jetzt nochmal rausfinden, ob die Geschichte mit deinem Kettenkarussell tatsächlich stimmt oder nicht. Die Auflösung. Ja, die tragische Geschichte mit den Männern auf dem Kettenkarussell, die teilweise ja also wirklich ganz schlecht davon gekommen sind mit ihrem Experiment. Es handelt sich hierbei, zum Glück kann ich da Entwarnung geben, um eine ganz klassische moderne Sage, in diesem Fall eine, die dem Bretnich-Band das Huhn mit dem Gipsbein entnommen ist. Und also es kommt immer drauf an, bei diesen modernen Geschichten, wie stark man da auf die Details achtet. Vielleicht hätte man sich schon überlegen können, ob einen wirklich so eine Nacht auf dem Kettenkarussell, wenn sie dann doch so unbequem ist, tatsächlich so weit treiben kann, dass man danach in die Psychiatrie gehört, erstmal für eine Weile. Also das sind so, teilweise so ein paar Indikatoren, die unter Umständen dafür sprechen, dass es nicht so ganz so echt zugeht mit diesen Geschichten. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine ganz lustige Sache und zumindest ziemlich unterhaltsam, sollte man allerdings nicht so ganz ernst nehmen. Und wie alle modernen Sagen ja auch, zu denen ja diese Geschichte auch zählt, wieder mit einer Moral, also nicht trinkend durch die Gegend ziehen, ist natürlich immer besser und dann passieren nicht so schlimme Dinge. Ja, und Besitzer von Kettenkarussellen sind offenbar auch gerne mal total verantwortungslos und hätten es eigentlich ja nicht machen sollen natürlich und hätten es wissen müssen, aber springen dann doch ganz gerne mal irgendwie nachts dann mit aufs Fahrgeschäft und dann ist natürlich irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen. Ja. Also tatsächlich eine Moral von der Geschichte haben wir auch, aber an der Geschichte ist sonst nicht viel dran. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende dieser Sendung angekommen, wollen uns natürlich hier nochmal wieder bei all denjenigen Unterstützern bedanken, die uns auf vielfältige Art und Weise bei Huxilla unterstützt haben, aufs Geschäftskonto überwiesen haben, Steady, Patreon, uns mit Geschichten unterstützt haben, uns bei PayPal was in den Hut geworfen haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und damit wir auch in diesem Monat ein ganz bisschen was zurückgeben können, haben wir eine ganz glückliche Geschichte. Wir können ein Brettspiel verlosen, wobei ich jetzt eigentlich sagen muss, so ein richtiges Brettspiel ist es nicht. Also worum geht's? Es geht um das Spiel und das ist so wunderbar. Das passt wie die Faust aufs Auge, ne? Steve Jacksons Illuminati. Ist es nur ein Spiel, heißt das ganze Werk.
Und zunächst mal vielen, vielen Dank an den Spieleladen Verflixt und Zugespielt aus Berlin, der uns dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat, schon vor einiger Zeit, weil er den Namen so lustig fand und Huxley-Hörer war und gesagt hat, Illuminati ist sicherlich ein Spiel für euch. Und auch so inhaltlich passt das absolut so in unseren Dunstkreis. Ne? Also wenn man sich, das ist, also ich habe gerade gesagt, Brettspiel, es ist tatsächlich ein Spiel, was im Wesentlichen mit Karten gespielt wird und es ist halt einfach, es geht um die Illuminaten, wer die Illuminati oder die Matus-Trilogie gelesen hat, der wird sich da sehr, sehr wohl fühlen und es gibt halt völlig, völlig verrückte Spielkarten, sowas wie die internationale kommunistische Verschwörung, den internationalen Kokainschmuggel, intellektuelle spielen eine Rolle, das sind halt alles Karten aus diesem Spiel und letztendlich geht es darum, dass die eigene Fraktion die Macht erlangt. Das Spiel ist ein bisschen zu komplex, als dass ich das hier jetzt erklären spoilern, würde. Ne? Das muss man sich ja dann selber erspielen. Lustigerweise gibt es halt alle politischen Parteien in Deutschland als Spielkarten. Also neben den Christdemokraten gibt es zum Beispiel auch die Partei im Spiel. Das hat mich auch sehr, sehr amüsiert. Also allein die Spielkarten des Spiels sich anzugucken, macht schon Laune. Und das Schöne jetzt dabei ist tatsächlich die Tatsache, dass ihr dieses Spiel gewinnen könnt. Also in Zusammenarbeit mit Verflixt und Zugespielt aus Berlin können wir einmal das Spiel Illuminati von Steve Jackson verlosen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ihr kennt das schon, ist uns eine E-Mail zu schicken mit dem Begriff Illuminati als Betreff. Und diesmal ist dann der Stichtag der 24. März 2019. Alles, was bis dahin 23.59 eingeschickt wird, hat wieder eine Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das Spiel habt. Vielleicht könnt ihr dann sogar, wer auch immer das Spiel gewinnen wird, mal ein Foto machen und uns schicken, wie ihr Illuminati spielt. Tja, damit sind wir am Ende der ersten März-Episode von Huxilla. Und letztendlich muss man sagen, ich habe mal durchgezählt, seit September spätestens oder seit August eigentlich schon sind wir wieder mit zwei Sendungen im Monat auf Sendung. Freuen uns da sehr drüber, dass das so klappt, dass unser Plan aufgeht. Wir freuen uns vor allen Dingen, dass euch das gut gefällt. Das Feedback ist ganz, ganz positiv, dass es wieder so viele Huxilla gibt oder so viel, also zumindest also zwei Episoden. Die Unterstützung ist einfach immens. Ihr seid absolut großartig, ihr da draußen. Ihr unterstützt uns sozusagen bei beim Bestreiten unseres Lebensunterhaltes mit Themen. Das ist einfach ganz wunderbar. Es macht so viel Spaß. Genau, also zumindest mal dein Lebensunterhalt ist es ja quasi zu 100%. Vielen Dank dazu. Wir hören uns im März nochmal wieder. Ganz kurz nochmal die weiteren Termine im März, die ich nochmal ankündigen möchte. 23. März sind wir in Rüsselsheim, halten dort einen Vortrag gegen Rassismus. Darauf freuen wir uns sehr. Und das Wochenende darauf sind wir beim Podcamp in Essen und machen da sogar eine Live-Sendung. Und am 15. April hier in Hamburg an der Universität gibt es noch einen Vortrag zum Thema Antisemitismus. Und die nächsten Sendungen und Gäste sind schon weit, weit, weit im Voraus geplant. Das klappt im Moment wunderbar. Und deswegen wird es auch fürterhin zweimal im Monat willkommen bei Huxley heißen. Euch da draußen vielen, vielen Dank. Alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxley Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links. Und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.